Herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrkarte auf dem Marsch. Wir kalken aktuell Feld Nummer 14. Wir werden mal gleich zurücklaufen und den Düngersteuer zu Feld Nummer 36 fahren. Entschuldigung. Und dort düngen lassen. Nebenbei fährt einer noch auf Feld Nummer 2 Stroh ins Lager. Jo, so weiter, so gut. Ab und zu liefern wir noch Stroh zu unserer Fabrik für Pellets. Entschuldigung. Und wir düngen mal schnell das Feld 36 und dann eher, wenn wir noch ein paar Fahrzeuge zurückfahren. Und dann schauen wir nachher, ob wir nachher, ob die unsere anderen Wiesen mähen können. Im Prinzip ja, sollte aber dann ruhig Stufe 2 sein. Das ist Grundvoraussetzung. Sonst haben wir, denke mal, Verluste. Das will ja keiner, ne? So, ist noch nicht ausgereift. Also, da wäre die 44 natürlich nochmal, können wir wieder 2 fahren lassen. Aber noch nicht reif. Wir werden nochmal die ganzen Fahrzeuge herrichten, neu machen, sauber machen, waschen und vielleicht schon mal Richtung Feld 44 fahren. Und im Anschluss werden wir dann einzeln die anderen Felder machen, ne? Also die kleinen. Also nur kein Stress und irgendwann geht los mit Mais. Ich weiß auch nicht genau wann, aber heute denkt man nicht. Die Tiere müssen noch versorgt werden. Das ist auch noch ganz wichtig, das werden wir im Anschluss machen. Wir fahren ein Fahrzeug zurück, den wir dann entsprechend waschen werden. Und wegstellen. Ja, und dann sehen wir weiter, ne? Tiere machen wir ganz wichtig. Tiere füttern, Strom geben, Wasser geben. Immer verdursten Tiere tun sie sowieso nicht. Die haben alle ihre separate Wasserversorgung über eine Pumpe, die automatisch auf 15% bringt. Aber Futter muss halt gemacht werden. So, angekommen, dann wir gleich rechts links anfangen. Düngermodus. Fahr rein, machen kein. So, 2. 30 Meter. Lass mal kurz berechnen. Keine Rückmeldung. Das ist aber typisch. Oh, das sind zwei Kurse, zwei Fahrzeuge. Das ist nichts. Ein. Wir haben ein Fahrzeug. Immer gucken hier, Fahrzeuge, ein Zweirad steht. Dann macht er auch nur Arbeit für einen. Ne? Das sieht schon anders aus. Zurück. Dann fahren wir ein bisschen rückwärts. Dann kann er sich auf den Pfeil ausrichten und dann geht los. Sonst macht er eine große Runde bei ersten Wegpunkt, um den Punkt zu finden. So, Auslastung, Gesamt 60%, das passt. Jetzt schauen wir, achso, aussteigen, natürlich, ne? Und schnell weglaufen. Kann auch nicht gedüngt werden. Nehmen wir den ersten Traktor hier vorne und fahren ihn zurück. Hinten werden wir erstmal vorne einklappen und vor allen Dingen hinten. Hinten ist ganz wichtig, sonst haben wir Probleme beim Fahren, ne? Könnte auch Allrife nehmen, aber ich glaube, ich habe den gar nicht mal noch nicht hergerichtet auf 1.3. Aber wie gesagt, hier haben wir nicht so viel Stress. Hier fahren wir ein bisschen durch die Gegend hier. Das schaffen wir auch noch. Die werden wir jetzt waschen.
und herrichten und reparieren soweit. Dann können wir nicht mal Startler machen für Feld 44. Das wird dann auch zur gleichen Zeit kommen wie mit Meißner her, aber das macht nichts. Upp, da war gerade eine Schanze. Ja, die Teile werden bei uns zerschweißt. Ja. Das machen sie öfters. Ups. Und die anderen Teile natürlich auch, ne? Also im Prinzip, das wird alles bei uns entsprechend hergestellt. Im Werk. Einige Teile habe ich früher mal gestrahlt. Mache ich aktuell nicht. Wird zwar außerhalb gemacht. Aber ich habe genug andere Arbeit. Kleinkram halt, ne? So, wieder tanken. Ja, tanken wir auch gleich. Tanke, tanke nicht. Weit weg. Bin ich fast leer. Bevor wir hier zum Dings fahren, zur Wiese. Na gut, ihr müsst ja noch mal eine Wiese schaffen normalerweise. Müsste er, aber. Aber weiß man's, ne? Dann stehen wir da. Wichtige Reparatur. Der ist nicht drin, der letzte. Also Modder, das Teil ein bisschen größer machen. Für den nächsten LS zumindest. Wäre schön. Falls er mich sieht, eher unwahrscheinlich, aber gut. Ist ja gut möglich. Wüsste jetzt gar nicht, wer es ist. Kann man hier alles merken. Aber das passt schon so, wenn man ein bisschen genau hinfährt, dann geht das schon. So, getankt habe ich. Ja, waschen wäre nicht schlecht, ne? Kann da keiner mehr so arbeiten. Können wir gleich Richtung nächsten Aktion einstarten. Die Farbe ist nicht lackiert in dem Sinne, nass, sondern trocken, über Pulver, und wird bei 200 Grad gebrannt. Und beim Brennen wird die Farbe flüssig und sieht aus wie lackiert. Aber das ist weit widerstandsfähiger als nass lackiert. Denn das muss ja viel aushalten, ne? Vor allen Dingen hier beim Mähen. Sehr hoher Schleifgrad, und es gibt ja auch Marlboro-Haufen und sowas. Das müssen die alles aushalten. Die Teile sind gehärtet unten, die unteren Teile. Die halten uns aus. So schön. Die Farbe gut noch halten, ne? So muss es sein. Wie gesagt, Startler machen für die nächste Runde. Aber nicht im Hoch aufstellen. Das wäre nicht so gut. Stellen wir hier rein. Und stellen den nächsten dahinter.
Tiere. Haben wir noch einen LKW frei? Den Traktor da wollte ich nehmen und den Anhänger. Oh, den gelben wollte ich nehmen. Ja. Oder der Traktor für Futter bei den Tieren. Ich glaube, das bei den Tieren. Machen wir mal Wasser. Tag, Kuh. Das ist unser kleiner Radlader. Die machen wir ganz schlau. Die machen jetzt die Tiere fertig. Und dann stallen wir um. Und dann haben wir nachher schon Futter und Wasser für einen Tag mehr. Machen wir sauber. Gerät muss aufgefüllt werden. Ach, unser Kalkstreuer. Wird größer wie unser Feld 1. Ja, so kommt man zu nichts, ne? Bleib mal Futter geben, ein bisschen. So. Ersten Mist haben wir auch schon. Oh, Mist. Ach, Mist war da eh draußen gewesen. Keine Panik. Ja, die Schweine fühlen sich wohl. Geben wir gleich die Kühe auch noch auf Wasser. Und schauen wir gleich nach, ob da hinten der Traktor ist. Tag, Kuh. Nö. Den gelassen. Und was verrückt. Unser Traktor für Dings da ist nicht da. Haben die eigentlich nicht so vorgehabt, das so zu machen. Wo habt ihr ihn gelassen? Sag nicht da hinten für Kalk. Könnte sein, dass der Puma. Der hat ein bisschen weniger PS als die anderen. Zwar bloß 10 PS. Aber. Ausreichend. Da ist er nicht. Ein paar Meter. Ärgerlich. Überladewagen habe ich auch, aber gut, für jetzt, das lohnt sich jetzt nicht. Mehr Kalk machen wir heute eh nicht. Letzte Bahn heute. Und dann schauen wir mal, ne? Und streut er gerade Dünger auf dem anderen Acker. Ich meine, gut, ich kann auch den Traktor nehmen hier näher. Ne? Aber lass mal meinen Kalk fertig machen. Oder habe ich den auf dem anderen. Am anderen Stall schon. Ah, nachher, am anderen Stall ist den. Weil ich ja mal die Ferkel rüberfahren wollte. Und dann, ja, nee, und dann kam noch die Ernte hinzu. Gut. Dann haben wir jetzt keinen freien Traktor hier, das ist ungünstig. Gut, dann müsste ich hier losfahren und dann den anderen holen von woanders her. Oder Kalk fertig machen und dann den Rest versorgen.
Gut, aber wollte ich am heutigen Tag noch machen, ne? So. Denn hier habe ich keinen Traktor zu stehen. Na, den wollte ich nicht abbauen. Holen wir den nächsten Traktor. So. Vorne einklappen, hinten auch einklappen. Dann fahren wir zurück. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und wegen Winkel. Ciao, ciao. Ja, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Tschüss.